Clips 2.0 wurde vor einigen Tagen von Apple veröffentlicht und wir wollen einmal ganz kurz gucken, was es so für Neuigkeiten gibt und was sich geändert hat. Wohl eine der spannendsten neuen Funktionen sind die sogenannten Szenen, die leider nur exklusiv für iPhone 10-Nutzer sind. Bei diesen Szenen wird man quasi mit Augmented Reality in eine Szene hereinprojiziert. Es gibt verschiedenste Szenen, hier zum Beispiel so eine mit Kunstfilter. Es gibt aber auch zwei Star Wars-Szenen. Wenn man die auswählt, kann man zum Beispiel auch die Kamera umdrehen und dann sieht man hier, findet man sich im Millennium Falcon. Über diesen Knopf kann man die Aufnahme starten und dann kann man sich auch einfach mal ein bisschen im Falcon umgucken. Ebenfalls hinzugekommen sind einige neue Filter, die sich hier unter Effekte verstecken. Effekte, Filter und dann lassen sich verschiedene neue Kunstfilter auswählen und ein bisschen damit rumexperimentieren. Auch bei den Beschriftungen und den Stickern hat sich ein bisschen was getan, da sind ein paar neue dazu gekommen. Bei den Stickern natürlich ganz besonders die Star Wars Sticker zu erwähnen, die übrigens animiert sind. Also man kann jetzt hier mal Luke Skywalker nehmen, auf das Bild ziehen und wenn ich jetzt die Aufnahme starte, sieht man, dass er sein Lichtschwert bewegt. Etwas neu designt ist das Menü, was aber immer noch genauso einfach wie vorher funktioniert. Dieser rote runde Knopf ist quasi das wichtigste Menüelement. Wenn man hier draufklickt, beginnt eine Aufnahme und wenn man wieder loslässt, ist die Aufnahme vorbei. Also wenn man etwas hinzufügen muss, immer auf diesen Knopf drücken. Jetzt hat man dann hier unten diese Leiste, wo man die Aufnahme dann sieht. Man kann die sich mit Play auch mal angucken und man kann die dann auch, wenn man möchte, an eine andere Stelle verschieben oder man kann sie auch einfach direkt aus der Zeitleiste quasi rausschieben. Das waren nur einige der neuen Inhalte. Es gibt zum Beispiel noch viele weitere Sticker, Filter und Textanimationen zu entdecken. Clip steht als kostenloser Download bereit und lohnt sich besonders für Besitzer eines iPhone 10. Aber auch sonst sollte man die App nach dem Update ruhig mal testen. Das war Kasper für MacLife. Bis zum nächsten Mal.